Weihnachten ohne Geld. Für Millionen Eltern und Kinder in Deutschland traurige Realität. Bei Familie Königsmann reicht es nicht einmal für einen Glühwein. Wenigstens ihre Enkelin soll am Karussell für einen Moment glücklich sein. Einfach, dass sie fahren kann und Spaß hat. Auch für Hartz-IV-Empfängerin Jessica Laue in Berlin ist es die schwierigste Zeit im Jahr. Weil die alleinerziehende Mutter kein Geld hat, stellt sie ihre drei Kinder vor eine schwierige Wahl. Entweder Weihnachtsgeschenke oder einen schönen Urlaub. Genau solchen Familien will Friseurin Jeanette ein richtiges Weihnachtsfest schenken. Doch ihre Party für Bedürftige wird zum Kraftakt. So langsam fängt es an, ja. Ne? Aber wir sind ja fast fertig. Gelingt ihr Vorhaben? Und werden die Obdachlosen und andere Menschen in Not ihre Feier akzeptieren? Borgsdorf bei Berlin. Hier am Waldrand lebt und arbeitet Jeanette Butke. Die 36-jährige Friseurmeisterin betreibt in ihrem Haus einen kleinen Salon und kümmert sich nebenbei um mittellose Menschen. Seit 5 Jahren sammelt sie Spenden für Arme und bringt sie zu ihnen nach Hause. Ich weiß, dass hier viel versteckte Armut herrscht, nicht sichtbare Armut. Und gerade die Weihnachtszeit, wenn man jetzt nicht so einen bestehenden Familienkreis hat oder einen bestehenden Freundeskreis, mit denen man in dieser Zeit zusammen sein kann, glaube ich, das ist schon schwierig. Das gilt besonders für denjenigen, den sie heute in der Nähe von Oranienburg als erstes besucht. In diesem Gebäude eines stillgelegten Lebensmittelladens wohnt ein ehemaliger Obdachloser. Jeanette schneidet ihm oft kostenlos die Haare. 20 Jahre hat Uwe Marowski auf der Straße gelebt. Er freut sich über den Besuch. Du siehst heute schön frech aus, ja? Inke? Mit deinen Zöpfchen. Ja, ich habe ein Zöpfchen extra für dich gemacht. Oh. Jeanette hat heute eine besondere Spende dabei. Einen Flachbildfernseher. Oh, super, danke. Ich freue mich wirklich. Dein Wunsch? Ja. Was aussieht wie ein Luxusgeschenk, ist in Wahrheit eine große Erleichterung für den 56-Jährigen. Der Brandenburger muss auf jeden Cent achten. Sein alter Röhrenfernseher verbraucht viel Strom. Das kostet. Uwe ist dankbar für die Sachspenden, die Jeanette für ihn von Freunden und Bekannten erhält. Ich bin ja ziemlich sensibel, auch sehr empfindlich in so Sachen. Gerade wenn sie mal was bringt oder sowas. Okay. Das ist gut. Ja, da bin ich also sensibel. Ja, auch sonst muss ich mit heulen hier. Oh, ich möchte das nicht. Entschuldigung. Aber es freut mich, dass du sowas machst. Trotz verschimmelter Wände, trotz der spartanischen Einrichtung auf knapp 12 Quadratmetern, immerhin ein Dach über dem Kopf. Das ist schon mehr, als er über viele Jahre hatte. Ich war ja damals ein schwerer Alkoholiker. Ich bin noch Alkoholiker, bleib ich auch. Also ich hatte es aber daran immer, als Obdachloser keinen Alkohol zu haben. Neben Alkohol bestimmen auch selbstgedrehte Zigaretten Uwes Alltag. Nach dem Tod seiner Mutter ist er komplett abgerutscht und führte ein Leben am Rand der Gesellschaft. Lange ohne Aussicht auf Besserung. So, was machen wir denn mit deinem Zimmer hier? Ja, da habe ich auch noch keine Ahnung. Ich habe auch keine klare Vorstellung, wie ich das machen würde. Willst du das alles weiß machen? Weil wir würden dir helfen mit Streichen und Aufräumen und ordentlich alles machen. Habe ich dir ja angeboten. Ja. Uwe Marowski würde sein bescheidenes Reich gern ein bisschen verschönern. Dabei kann er sich auf die Hilfe von Jeanette verlassen. 2015 hat sie zusammen mit Freunden die Organisation Charity Banditen gegründet, um Obdachlosen und anderen armen Menschen zu helfen. Die Gruppe verteilt Lebensmittel und Kleidung, sammelt Spenden und organisiert Veranstaltungen. Höhepunkt des Jahres ist ein Weihnachtsfest, das die Helfer für mehr als 200 Bedürftige ausrichten. Jeanette will dann auch kostenlos Haare schneiden. Auch Uwe ist eingeladen. Aber ich will dir noch deine Tickets geben, Schnuppi, für am Sonntag. Guck mal, ja. Hier hast du dein Bündchen. Wie liegt dir? Super, ich danke dir. So, Schnuppi, ich werd wieder los.
Wir ja. sehen uns am Sonntag. Am Sonntag freue ich mich aber riesig drauf. Hallo schnell. Grünchen. Hallo schnell. Ja. Schon wieder ganz schön lange her. Ja, und mein Bart, was? Hm. Na, definitiv. Jeanette hat Uwe einen Herzenswunsch erfüllt. Es sind solche Begegnungen, aus denen sie Kraft schöpft und die ihr zeigen, dass sich ihr Einsatz lohnt. Ich habe Uwe schon noch nie so emotional erlebt heute. Das beschäftigt mich auch ganz schön. Jeanette weiß, wie es ist, Hilfe zu brauchen. Mit 16 riss sie von daheim aus und tingelte jahrelang halt- und wohnungslos durchs Leben. Ich glaube, dass wir allesamt, egal wer und egal auch welche Klasse, ob nun arm, reich, wie auch immer, dass man, wenn man sich gegenseitig hilft und unterstützt, dass man halt auch wirklich relativ einfach helfen kann. Aber irgendwie ist in Deutschland das heutzutage nicht so. Wenige Kilometer entfernt, Marzahn-Hellersdorf. In dem Berliner Bezirk leben 40% aller Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren von Hartz IV. Auch die Familie von Jessica Laue gehört dazu. Die alleinerziehende Mutter ist Industriekauffrau und sucht seit langem eine Teilzeitstelle, bislang vergeblich. Die Arbeitslose muss jeden Cent vom Jobcenter zweimal umdrehen, auch zu Weihnachten. Ich krieg da meine 1200 ungefähr im Monat überwiesen. Dann habe ich Ausgaben von knapp 800 Euro. Das heißt, es bleiben noch 400 Euro, die ich mir für Lebensmittel und alles dann einteilen muss. Und dann soll man aber auch noch Geld für Weihnachten zusammensparen. Willst du schon mal vor Tür aufmachen? Mama kommt hinterher, Schatz. Weihnachtsgeld zieht der Hartz-IV-Satz nicht vor. Auch nicht für die 6-jährige Lea und ihren älteren Bruder Alex. Hi, mein Schatz. Hi, Mama. Komm rein. War schön in der Schule? Mhm. Supi. Stellst du Mappe schon mal in dein Zimmer? Ja. Jedes Jahr vor Heiligabend stellt sich Familie Laue die gleiche Frage. Reicht das Geld noch für Geschenke? Zusammen mit ihrer Mutter durchforsten Alex und Lea Kataloge und Werbeprospekte. Die Angebote sind verlockend. Doch die Kinder wissen, große Sprünge sind nicht drin. Also meine Kinder haben jedes Jahr die Wahl, ob sie jetzt Geschenke haben wollen, die ich halt kaufe. Oder wir fahren jetzt mal kurz da übers Wochenende hin. Also ich versuche das für mich positiv zu sehen, wenn sie halt nicht so überhäuft werden und nicht Masse kriegen von mir, sondern ich eher sage, die Liebe zählt, dass man da ist, das zählt. Vielleicht wissen sie das dann auch später als Erwachsene mehr zu schätzen. Es ist Mittag. Für Jessica Laue und ihre Kinder bedeutet das anziehen und raus aus dem Plattenbau. Die Straßenbahn ist nur wenige Gehminuten entfernt. Wie jeden Wochentag hat die Fahrt der Familie durch Hellersdorf ein wichtiges Ziel. Das christliche Kinder- und Jugendwerk Arche. Dort wartet das dritte Kind. Der 12-jährige Andi ist direkt von der Schule hergekommen. Hey, mein Schatz! Was hast du denn da alles gebunkert? Mahlzeit! Andi und seine Schwester sind ein Herz und eine Seele, trotz der schwierigen Situation. Ihre Mutter holt derweil das Mittagessen. Das ist für bedürftige Familien kostenlos. Aber es ist nicht der einzige Grund, warum Jessica Laue und ihre Kinder regelmäßig hierher kommen. Bei der Arche gibt es auch eine Hausaufgabenbetreuung, Sport, Tanzkurse, Spiel- und Bastelnachmittage. Braucht ihr das braune Papier? Was braucht ihr hier? Für was ist das gut? Die Nase. Genau, für die rote Nase. Da gibt es auch eine Schablone. Die ist hier. Auch wenn die Kinder die weihnachtliche Stimmung genießen, viel lieber hätten sie zu Hause eine intakte Familie. Das ist dann auch doof, dass Mama alleinerziehend ist, weil wir können nicht so viel machen, was andere Eltern machen können. Andere Eltern, die jetzt Mutti Vati haben, die haben super Leben zu Hause, super, können alles machen und können dennoch in den Urlaub fahren. Die meisten Kinder in der Arche stammen aus schwierigen Verhältnissen. Ohne staatliche Hilfe könnten ihre Mütter sie nicht über Wasser halten. Auch der 10 Jahre alte Tim und seine 4 Schwestern wachsen ohne Vater auf. Was wünschst du dir denn von der Mama zu Weihnachten? So eine Dragons-Figur, ein Schnellzug von Lego City. Ja. Und ein ferngesteuertes Auto. Und noch mehr. Und? Glaubst du, das geht in Erfüllung?
Vielleicht. Die Hälfte vielleicht, aber nicht, bestimmt nicht alles. Seit 1995 gibt es hier die Arche. Mitgründerin Karin Segelko weiß, dass Weihnachten für arme Familien oft ein Fest der Probleme und Konflikte ist. Naja, man möchte den Kindern natürlich auch ein Geschenk machen. Und nicht nur ein sehr kleines, sondern es sollte dann schon was Besonderes sein. Aber wenn ich dann 2, 3 oder 4 Kinder habe und möchte etwas Besonderes kaufen, da muss man schon das ganze Jahr irgendwie gut sparen, um dann wirklich schöne Geschenke zu kaufen. Aber in der Konsumgesellschaft ist es schwer, weil die Kinder sind geprägt von, ich habe ein Geschenk, wie, hast du nichts bekommen? 17 Uhr. Der Bastelnachmittag geht zu Ende. Stolz präsentieren die Kinder ihre kleinen Kunstwerke für das nahende Fest. Gut gelaunt machen sich auch Alex und Andi auf den Weg nach Hause. Zurück im brandenburgischen Borgsdorf. Friseurmeisterin Jeanette Butke ruft die Arbeit. Es heißt Geld verdienen in ihrem Salon, den sie seit 2006 betreibt. Hier bietet sie weit mehr an als nur Waschen, Legen, Föhnen. Jeanette hat sich auf Menschen spezialisiert, die unter Haarproblemen leiden, sei es von Natur aus oder krankheitsbedingt. Heute hat sich Manuela Klugmann angesagt, eine Stammkundin. Die 44-Jährige verliert immer mehr ihr natürliches Haar. Das muss nun mit Fremdhaar ergänzt werden. Bei Jeanette ist sie in guten Händen. Sie gibt ihr nicht nur ihre Haare zurück, sondern auch Selbstwertgefühl. Sie hat mein Leben umgekrempelt wieder. Ansonsten wäre ich nicht mehr rausgegangen. Ich habe mich immer mehr zurückgezogen. Ich habe nur noch geweint unter der Dusche. Das klingt jetzt alles, oh Gott, und was, wie eitel, und Haare sind doch nicht alles. Aber es verändert schon das Leben, wenn man sich nicht mehr raustraut. Jeanette hilft Menschen, denen es aus verschiedensten Gründen schlecht geht. Ob im Job als Friseurin oder ehrenamtlich als Engel für sozial Benachteiligte. Die Motivation ist meine eigene Lebensgeschichte. Ich war selber mal wohnungslos, hatte auch nicht so gute Zeiten. Auch in der Kindheit, Eltern, früher war das alles bei uns ein bisschen chaotisch. Inzwischen hat sich vieles geändert. Ich glaube, dass jeder auch viele Chancen im Leben verdient hat. Und ich glaube, dass man da auch, dass vielen einfach die Hilfe fehlt, die Menschen die Hilfe brauchen, und ich kann sie ihnen geben. Ein kurzer Blick in den Spiegel. Alles perfekt. Ja, wie schön. Ja, super. Menschen zufrieden und glücklich zu machen, das ist Jeanettes Lebensziel. Egal ob Kundinnen oder Bedürftige. Und für manche heißt es, mitgehangen, mitgefangen. Du könntest am Sonntag zwischen 9 und 20 Uhr. Habe ich Zeit? Gerne. Hast du da Zeit? Ja. Zum Kleiderverteilen von den Spendensachen würde ich dich mit einsetzen. Auch das ist nun geregelt. Jeanette führt ein anstrengendes Leben, fast ohne Pausen. Jetzt muss die Alleinerziehende sofort ins Auto, um ihre älteste Tochter Vanessa von der Schule abzuholen. Ihre zweite Tochter Lilly ist noch im Kindergarten und wird später vom Vater nach Hause gebracht, von dem Jeanette getrennt lebt. Die 10-jährige Vanessa hatte heute einen aufregenden Tag. Wie war die Schule, Vanessa? Gut, wir hatten heute Besuch vom Bürgermeister. Oui. Wir fahren jetzt schnell noch zu Jens und Mandy. Ne? Bringen da noch ein paar Sachen hin. Die paar Sachen sind heute vor allem Salat und Kohlrabi. Ankunft in Hennigsdorf, nordwestlich von Berlin. In diesem Mietshaus lebt Jens Schallnuss mit Partnerin Mandy und 4 Kindern. Schnell tragen mit helfen. Ja, klar. Hallo. Okay. Na? Komm, ich habe ganz viele Sachen dabei. Das ist meine Vanessa. Hallo. Das ist der Jens. Guck mal hier. Gib mir mal was in der Hand. Ja. Bitte, würde ich sagen. Bitte. Warte mal. Jeanette bringt der Hartz-IV-Familie nicht nur die Kiste mit gespendetem Obst und Gemüse. Sie hat auch noch andere Überraschungen dabei. Hi. Hallo. Stell dich mal genau in die Küche. Super. Geh mal hier kurz zur Seite. Hallo, wie ist denn? Soll ich eine Tüte abnehmen? Guck mal hier, die kannst du schon mal nehmen. Vanessa da auch. Mutter Mandy Kolecki ruft ihre Töchter Kendra, Renesmee und Saskia ins Wohnzimmer. Dort wartet etwas Besonderes auf sie. Gut erhaltene und lang ersehnte Winterschuhe, Kleidung und Malbücher, gespendet von großzügigen Brandenburgern. Mama, was passt ich? Guck mal, die sind eher was für euch.
zu malen. Ja. Weihnachten vorverlegt. Bei uns ist es so, wenn wir uns Sachen anschaffen wollen, müssen wir immer monatelang vorher immer wenigstens ein bisschen Geld zur Seite packen, damit wieder mal was neue Sachen so und so nicht, wenn dann sind das eh gebrauchte. Jeannettes Besuch ist tatsächlich wie eine vorgezogene Bescherung. Die Geschenke machen der Familie das Leben, zumindest in den nächsten Monaten, etwas leichter. Aber noch lieber würden die Eltern natürlich selbst für ihre Kinder sorgen können. Man bekommt Sachen geschenkt. Und eigentlich bin ich das ja nicht gewöhnt, Sachen geschenkt zu bekommen. Weil irgendwo muss man sich die Sachen, die man eben hat, selber arbeiten oder eben halt so zusammensparen, dass man sich das leisten kann. Aber eben halt Sachen geschenkt zu bekommen, das ist so ein Gefühl, daran werde ich mich nie gewöhnen können. Die Geschenke sind das eine. Aber Herzenshelferin Jeannette hat noch etwas anderes in petto. Ich habe nämlich noch eine Überraschung für euch. Noch eine? Ja. Ich würde euch gerne einladen, genau. Und zwar für die Veranstaltung am Sonntag, ein Zeichen des Miteinanders. Hast du bestimmt schon gelesen? Ja. Und ich würde gerne, dass ihr mit daran teilnehmt. Cool, machen wir. Und wir uns einen schönen Tag machen. Und ihr euch einen schönen Tag macht. Ja. Dort vor Ort und hoffentlich noch mehr mitnehmt. Ne? Ja. Nehm mal die Bändchen noch. 4, 5, 6. Richtig. Die bringt ihr mit? Das ist eure Eintrittskarte. Ja, doch, bis Sonntag. Viel Spaß. Esst schön, macht schön Zeugs und dann sehen wir uns am Sonntag pünktlich um 15 Uhr in der Stadthalle. Pünktlich. Dank Jeannettes Hilfsorganisation kann Jens seiner Familie zumindest ab und zu eine frische und gesunde Mahlzeit zubereiten. Für ein traditionelles Festtagsessen fehlt schon seit Jahren das Geld. Fleisch? Ja, selten. Der Braten am Sonntag fällt grundsätzlich aus. So wie ich das von früher von meiner Oma oder von meiner Mutter kenne, ist es einfach nicht. Ja, das gibt es nicht. Kann ich halt nicht für einen Braten 6-7 Euro hinlegen und die mir dann nächste Woche fehlen. Mandy und Jens müssen jeden Cent umdrehen. Die 33-Jährige hat keine Ausbildung und kümmert sich nur um die Kinder. Jens war Eisenbahnbauer und ist seit 2009 arbeitslos. Man muss den Kindern ja auch erstmal sagen, wichtig ist Schule, gute Zensuren, das schaffen. Wenn sie ein Problem haben, dann sind wir immer da als Eltern. Ja, welche Probleme das ist und welche Situation sich das handelt. Und dann kommt dann die Ausbildung und dann können sie sich ja eine Arbeit suchen und dann sollen sie das irgendwie mal besser haben als ich. Also das würde ich mir wünschen. Ob der Wunsch in Erfüllung geht? Armut kann sich vererben. Sind die Eltern abgehängt, geht es den Kindern oft auch so. In Berlin-Hellersdorf ist es inzwischen Abend. Zu später Stunde blättern die Brüder Alex und Andi Laue mit ihrer kleinen Schwester Lea in Spielzeugprospekten und schreiben Wunschzettel an den Weihnachtsmann. So wie Millionen andere Kinder in Deutschland auch. Sie geben sich große Mühe. Wenn guck mal, ich wollte mir das hier als Hauptquartier nehmen. Gatti. Das da. Also, guck mal, ein Ferrari, ein Bugatti, ein Turbo-Rennwagen. 120,99. So, jetzt bin ich dran. Während die Jungs auf dem Bett von schnellen Autos träumen, steckt ihre Mutter im Wohnzimmer den künstlichen Christbaum zusammen. Kids, kommt ihr mir helfen? Jetzt geht's ans Schmücken des Baums. Mit Kugeln in Blau, Rot und Gold, einer Lichterkette und kleinen Pappsternen soll der Baum festlich strahlen. Doch gleich wird es bittere Tränen geben. Die Kinder stehen vor einer harten Entscheidung. Ihr habt mir richtig lange Wunschlisten geschrieben, wo eine ganze Menge Geschenke draufstehen. Ihr wisst, dass der Weihnachtsmann nicht alles bringen könnte, richtig? Ja. Ja. Was haltet ihr davon, wenn wir machen? Entweder Weihnachtsgeschenke, ein paar von der Liste, nicht alle. Oder einen schönen Urlaub. Aber dafür kann ich denn hiervon nichts holen. Gar nichts. Nicht mal eins. Schöne Wochen verbringen oder die Geschenke? Die Geschenke. Nein, und ihr? Urlaub. Na, wir stimmen einfach ab. So, wer von euch ist für Urlaub? Und wer ist für ein Geschenk? Da, wo die meisten Stimmen sind,
der halt bekommt. Ich würde mal sagen, der Urlaub hat gewonnen und vielleicht hast du ja Glück. Hey Schatz, komm mal hier. Lea, vielleicht siehst du ja noch Lea, komm mal zu Mama. Hey. Spatz, gucke mal. Du kriegst doch, wir fahren doch noch in die Arche, wo es ein kleines Geschenk gibt. Und vielleicht kriegst du ja so auch noch ein kleines Geschenk von Oma oder so. Das ist doch jetzt einfach nur, dass Mama nicht das schenken kann. Es ist nicht leicht, seinem Kind zu erklären, dass es dieses Mal keine Geschenke bekommt. Also für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass ich alles unter einem Hut kriege. Also dass ich sagen kann, hey, der Weihnachtsmann erfüllt euch Wünsche von diesen Geschenken, die ihr aufgeschrieben habt. Und wir können Freunde besuchen. Dass ich sagen kann, ich muss keinen Grat mehr dazwischen finden. Wie mache ich das? Mache ich ihm das Recht? Mache ich ihr das Recht? Sondern dass ich sagen kann, hey, ich kann es allen recht machen. Ein Wunsch, der hoffentlich bald in Erfüllung geht. Zurück in Hennigsdorf, der Heimat von Jens Schallnuss und Mandy Kolecki. Die Hartz-IV-Eltern versuchen, ihren vier Töchtern zumindest einige Wünsche zu erfüllen. 200 Euro haben sie sich dafür übers Jahr zusammengespart. Die Jüngsten sollen je einen Puppenwagen bekommen. Das sind 70 Euro, das sind wären für beide 140 Euro. Nee. Nee, der taut bei uns hin. Nee, der taut vorne und hinten nicht hin. Nee. Viel zu teuer. Ja. 50 Euro pro Kind ist das absolute Maximum. Und was sagt er? 70, also 80 rum. Auch der zweite Puppenwagen kommt nicht in Frage. Wohl oder übel müssen sich die Eltern nach Alternativen umsehen und lassen sich dabei von einer Verkäuferin beraten. Hier habe ich auch zum Beispiel haben wir noch eine sehr süße Puppe. Die hat verschiedene Funktionen. Man kann auch mal raufdrücken. Ja, das ist, bei uns ist immer die Sache, wir müssen ein bisschen aufs Budget auch mit achten. Ja, das ist einfach so, weil wir haben vier Kinder zu versorgen. Und ja. Weiter geht die Suche in der Spielzeugwelt. Die Auswahl ist riesig, doch die Eltern müssen zuerst auf den Preis schauen. Die Lok ist schon cool. Die Lok ist schon okay. Ja? Ja. Dann nehmen wir die. Dann nehmen wir die mit, dann kriegen sie die zu Weihnachten zusammen und dann... Ja? Ja. Okay. Können sie mal zusammen ein Paket aufmachen. Da werden sie sich freuen. Auf jeden. Dann hätte ich 19,99. Jupp. Dankeschön. Schön. Immerhin ein Geschenk. Im Internet wollen sie später noch einen günstigen, gebrauchten Puppenwagen finden. Zurück in Borgsdorf bei Berlin. Es ist Samstagmorgen und es wird ernst. Friseurin Jeanette packt zusammen mit ihren Helfern einen Berg Sachspenden ins Auto. Für ihr großes Fest. Eine Weihnachtsfeier unter dem Motto, ein Zeichen des Miteinanders. Für Obdachlose, arme Familien, bedürftige Rentner und Flüchtlinge. Ich bin gespannt. Also auch wie die Leute es annehmen, wie sie sich fühlen dabei. Also als jemand, der eingeladen ist, der nicht so viel hat, sozusagen. Und dann, ob die das auch gut annehmen können, wie man das selber so möchte. Wer weiß, ob es so ist. Ich weiß nicht. Ja, es ist spannend. Ja. Es war schon auch beim Bändchen verteilen. Jetzt vorher oder? War es auch schon schwierig, genau, weil vielen ist es auch unangenehm, also, glaube ich. Genau. Jeanette hat auch Unterstützung aus der Region. Eine Bäckerei spendiert Plätzchen. Guten Morgen. Habt ihr schon vorbereitet? Ja, geil. Sehr schön. Ist das schon? Schöne, leckere Kekse. Cool. Ne? Super. Und schon Kisten fertig, ja geil. Kisten fertig, genau. Schön. Ja. Na denn? Kriegen wir das alles in dein tolles Auto? Jo. Gleich geht's zur nächsten Station in einem anderen Ortsteil. Da warten jetzt in der Schule Leute, die schon hoffentlich angefangen haben, dass wir schnell durch sind. Zumindest stellt sich Jeanette das so vor. Aber sind in der Grundschule Hohenneuendorf am frühen Samstagmorgen wirklich schon so viele Freiwillige? Guten Morgen! Tatsächlich, im Hort der Schule laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Selbst hartnäckige Langschläfer sind schon da und schälen Kartoffeln, falten Tischdekoration und füllen Geschenkpakete. Extra aus Berlin angereist ist Clemens Krebs. Der Manager arbeitet unter der Woche bei einem Getränkekonzern. Heute packt er Präsenttüten. 240 bedürftige, obdachlose Geflüchtete ist ein Tropfen auf den heißen Stein, weil wir haben Tausende, die wir eigentlich versorgen müssten, glücklich machen wollen. Aber es ist ein Anfang. Um seine Ansprache zu schreiben, braucht er aber einen Moment Ruhe. Er weiß, dass es sich um ein heikles Projekt handelt.
um einen Versuch, unterschiedlichste Menschen zusammenzubringen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Die Spannung ist bei mir schon bei 110%. Mehr geht gar nicht. Ja, ich würde auch sagen, so langsam fängt es an. Ja. Ne? Aber wir sind ja fast fertig, sind jetzt für die Erwachsenen noch die Geschenketüten zu packen und Kartoffeln sind fertig geschält, Rotkohl ist vorbereitet, der Rest servieren müsste auch gleich fertig sein und demnach haben wir für heute nicht mehr so viel Arbeit und dann können wir morgen ganz in Ruhe in den Tag starten. 500 Kilometer westlich, in Herne, Nordrhein-Westfalen. Auch im Westen der Republik ist Armut ein großes Problem. Fast jeder fünfte Einwohner ist überschuldet. Familie Königsmann ist seit 6 Jahren pleite. Selbst auf dem Weihnachtsmarkt können die Eltern ihren Kindern kaum etwas kaufen. Als Hartz-IV-Empfänger haben sie wenig Geld. Bis vor ein paar Jahren führten Petra und Gerd Königsmann ein Schrottunternehmen, das sich jedoch auf Dauer nicht rechnete. Durch Krankheit und den Verlust eines Mietshauses häufte die Familie hohe Schulden an. Vier Paradiesäpfel hätten wir gerne. Das sind jetzt 4 Euro. Die kann man verkraften, aber mehr geht auch nicht. Weil das wird halt einfach zu teuer. Ne? Und für die Weihnachtsgeschenke, haben Sie die gespart? Ja, natürlich. Na klar, die muss man sparen. Man kann das nicht von dem normalen Geld einfach, das geht nicht. Die Königsmanns sind unterwegs mit ihren Kindern Michelle und Fabian sowie Enkelin Josie. Die 8-Jährige würde gern eine Runde auf dem Karussell drehen. 2 Euro kostet die Fahrt, eigentlich zu teuer. Doch die Großeltern können ihr den Wunsch nicht abschlagen. Gerd Königsmanns Ehefrau Petra hatte selbst keine glückliche Kindheit. Im November erlitt sie einen Schlaganfall. Ihre Enkelin so fröhlich zu sehen, rührt die 53-Jährige zu Tränen. Wie weint die Oma? Einfach, dass sie fahren kann und Spaß hat. Das ist ganz wichtig. Zu Hause bei den Königsmanns, eine kleine Wohnung im Erdgeschoss. Das Plätzchenbacken mit den Kindern ist eine schöne Abwechslung in schwierigen Zeiten. Dabei ging es ihnen vor ein paar Jahren sogar noch schlechter. Nach dem Aus für ihre Firma kam der Sturz ins Bodenlose. Alles weg. Kann es jedem passieren? Kann jedem passieren, klar. Hätten Sie jemals gedacht, dass Sie zur Schuldnerberatung gehen müssen? Nee. Hätte ich nicht gedacht. Nee. Hätte ich nicht gedacht. Warum? Ja, weil ich sicher war, das Leben, was ich eingeschlagen habe, dass das gut ist. Eine fatale Fehleinschätzung. Und ein Schicksal, das die Familie mit vielen anderen teilt. 2016 waren bundesweit fast 7 Millionen Erwachsene überschuldet. Die meisten können kein Geld mehr zurückzahlen. Ein soziales Warenhaus in Bochum. Hier sind die Produkte auch für arme Familien erschwinglich. Michelle und Fabian brauchen neue Winterstiefel. Vielleicht finden sie hier etwas. Die Auswahl ist groß, der Andrang auch. Michelle, guck mal. Guck mal, das sind Stiefel. Die 15-Jährige ist nicht begeistert. Schließlich will sie gegenüber ihren Freundinnen nicht zu sehr abfallen. Doch die Lage lässt keine großen Sprünge zu. Winterstiefel kosten hier unter 5 Euro. Markenschuhe ein Vielfaches. Was tragen denn so deine Freunde für Schuhe? Nike, Adidas. Michelle. Und ihr? Für dich kommt das nicht in Frage? Teure Markenklamotten sind für viele Jugendliche ein Muss. Wer da nicht mithält, wird schnell ausgegrenzt und als Verlierer abgestempelt. Doch was, wenn der Geldbeutel es nicht hergibt? Michelle ist traurig. Früher war das egal, ob es jetzt 50 Euro kostet oder ob es 70 Euro kostet. Und wenn es einen Hunderter gekostet hätte, war das egal. Ja, jetzt ist man darauf angewiesen, was man hier zu kriegen kann. Ne? Und das tut dann weh, ne? Dann findet die Mutter doch noch ein paar Schuhe, die Michelle halbwegs gefallen. Guck mal, die sind sogar ganz neu. Hä? Sollen wir die? 39. Ja, dann nehmen wir die mit. Gerade mal 3 Euro kosten die Stiefel.
Da sind sogar noch zwei weitere Paar Schuhe und ein Plüschhund zum Kuscheln mit drin. Am Ende zahlt Gerd Königsmann insgesamt 12 Euro. Ein Bürobau im Südwesten von Herne, die Schuldnerberatung. Sie ist Anlaufstelle für alle, die ihre Kredite nicht mehr bedienen können oder ihr Konto überzogen haben. Leiterin Susanne Wolf weiß, wie sehr Menschen unter ihrer Schuldenlast leiden, gerade in diesen Tagen. Weihnachten ist eine Leidenszeit. Weihnachten überleben, nicht erleben. Das ist wirklich, man sieht, wie es den anderen gut geht und empfindet sein eigenes Leid umso stärker. Im Wartebereich der Schuldnerberatung sitzt Kundschaft. Zur Sprechstunde bei Susanne Wolf hat sich die 54-jährige Annette Meyer angemeldet. Ich wollte eigentlich von Ihnen ganz gerne wissen, wie es jetzt im Moment so vor Weihnachten bei Ihnen aussieht. Ja, nicht so gut. Wird alles teuer und ne, gibt mir Mühe, aber funktioniert nicht. Was wünschen Sie sich denn zu Weihnachten? Dass ich mal wieder so richtig lachen kann. Mhm. Ja. Zur Geldnot kommt bei der Dame ein Problem in der Mietwohnung. Die Wände sind feucht und die Fenster undicht. Untragbar findet auch die Schuldnerberaterin. Sie will der Wohnungsgesellschaft telefonisch Druck machen. Annette Meyer ist nicht die einzige Mieterin, die sich beklagt. Der letzte Winter hat mich geschafft. Es waren Familien da, die von jetzt auf gleich ohne Heizung dastehen, ohne Strom dastehen und auch ohne Wohnung. Und nichts Neues finden. Es ist einfach nichts da. Die Menschen werden auf die Straße getrieben oder ins Obdachlosenheim getrieben. Und die Gesellschaft guckt weg. Ob der Anruf bei den Vermietern ein Erfolg ist, wird sich zeigen. Seit 30 Jahren versucht Susanne Wolf, Menschen aus der Schuldenfalle zu holen. Bald geht sie in Rente. Ein letztes Mal will sie ihren Klienten zu Weihnachten etwas Gutes tun. 60 Schuldner sollen einen Präsentkorb bekommen. Dafür braucht es Sponsoren. Ich fahre jetzt zu einem Spender, der uns über viele Jahre treu Geld spendet für unsere Weihnachtsaktion und hoffe, dass er das dieses Jahr auch tut. Ein gehobenes Wohnviertel in Herne. Schmucke Häuser, gepflegte Vorgärten. Man sieht auf den ersten Blick, hier leben Menschen, denen es besser geht. Menschen wie Wolfgang und Barbara Neige. Es ist mal wieder soweit. Wir sind damit befasst, zu Weihnachten jetzt die Taschen für unsere Herner Mitbürger zu füllen und brauchen ein bisschen Flüssiges dafür. Wolfgang Neige ist Geschäftsführer eines städtischen Verkehrsbetriebes und verdient gut. Doch nicht jeder in seiner Position zeigt sich so großzügig. Ich danke Ihnen. Bitte schön. Vielen Dank. Die Freude bei uns ist viel größer dadurch, wenn man das Gefühl hat, aha, jetzt haben wir konkret wirklich jemandem geholfen und haben nicht in Verwaltungskosten investiert. Ne? Susanne Wolf geht zufrieden. Sie glaubt, dass sie die nötige Summe von fast 4.000 Euro zusammenbekommt. Ich freue mich total. Und was meinen Sie, wie viel da drin? Das wird so sein wie jedes Jahr, denke ich. Tatsächlich enthält das Kuvert einen vierstelligen Betrag. Genug, um gleich die ersten Geschenke zu besorgen. Ortswechsel. Hohenneuendorf in Brandenburg. In der Stadthalle steigt heute das große Fest der Hilfsorganisation um Friseurin Jeanette. 5 Uhr bin ich aufgestanden, 6.30 Uhr waren wir heute in der Stadthalle. Die war ja komplett noch im Turnhallencharakter. Haben dann erst den Teppich verlegt und ganz viele Sachen schon gemacht. Nur noch 3 Stunden bis zum Weihnachtsfest. Die Helfer hinken im Zeitplan hinterher. Noch sind Auslagen mit gespendeter Kleidung zu füllen und Friseurplätze einzurichten. Denn die Gäste können sich heute kostenlos die Haare schneiden lassen. Jeanette ist nervös. Guck mal, kannst du die Mädels mal da drüben fragen, was sie da noch an Hilfe brauchen wegen der Sachen sortieren? Genau. Vivian, können wir kurz mit den Produkten besprechen? Ja, können wir machen. Sehr schön. Da ich ja sonst auch immer im Obdachlosenheim die Haare geschnitten habe und es ja jetzt zur Weihnachtszeit ist, passt es heute gut her. Und da meine Gäste quasi heute alle auch hier sind, schneiden wir heute auch Haare, natürlich. Doch es wird nicht nur frisiert, sondern auch fotografiert. Ein professioneller Fotograf bereitet die Kulisse für kostenlose Porträtaufnahmen und Bewerbungsfotos. Sind alle Helfer jetzt da? Fehlt noch jemand? Damit jeder sie erkennt, erhalten die mehr als 30 Helfer gelbe Bänder fürs Handgelenk. Dazu T-Shirts mit dem Logo der Organisation. Für alle, die ich noch nicht gesehen habe, ein herzliches Willkommen.
Wir würden noch mal ganz kurz ansagen, was heute läuft, wie es läuft, wer welche Aufgaben hat. Die Bürgermeister aus Birkenwerder und Hohenneuendorf werden heute auch hier sein und werden mitservieren. Jeanette Butke schwört ihr Team auf einen tollen Nachmittag ein. Auch die Gäste bereiten sich auf das Fest vor. Uwe Marowski aus der Nähe von Oranienburg durchforstet seinen Kleiderschrank. Feine Hemden oder Krawatten hat er keine. Er entscheidet sich für Jeans, T-Shirt und Pulli. Die Vorfreude ist groß. Heute wird es wieder wie Weihnachten sein, genau. Da freut man auch schon riesig drauf. Wann waren Sie denn das letzte Mal bei einem Fest? Schon lange nicht mehr. Komme ich wieder nicht mehr in den Sinn. Ja, ich bin heute ein bisschen aufgeregt irgendwie. Das ist verständlich. Nach langer Obdachlosigkeit muss er sich erst daran gewöhnen, wieder gebraucht und geschätzt zu werden. Ich werde hier abgeholt. Mit einem Auto. Ich glaube, mit einem großes Auto. Ich weiß es nicht genau. Ein letzter Blick in sein kleines Reich. Dann geht es los. Auf zum Abenteuer Weihnachtsfest. 20 Minuten später. Vor der Stadthalle drängen sich die ersten Gäste. Uwe wird von der Gastgeberin persönlich begrüßt. Hast du es geschafft, Schatz? Oh. Ich freue mich. Geht schon los. Kurz danach treffen auch Jens Schallnuss und Mandy Kolecki aus Hennigsdorf ein, zusammen mit ihren 4 Kindern. Heute fühlen sich alle wie eine große Familie. Und wie in jeder Familie gibt es auch hier jemanden, der das Sagen hat. Es ist freie Platzwahl. Ihr dürft euch hinsetzen, wo ihr wollt. Und den Rest gibt's nachher drin, angesagt. Viel Spaß! Langsam füllt sich die riesige Halle, die in den nächsten Stunden für fast 250 Bedürftige zu einer Art Festsaal werden soll. Aber wie kommt die Kulisse bei den Gästen an? Die ersten Reaktionen? Sehr voll hier. Aber fancy? Ja, ist ganz angenehm. Ist schon eine schöne Atmosphäre. Echte Begeisterung sieht anders aus. Doch das Programm hat ja auch noch nicht begonnen. Aber gleich geht's los. Herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Fest. Ein Zeichen des Miteinanders. Das ist eine Möglichkeit, sich zu begegnen, ins Gespräch zu kommen, gemeinsam einen schönen Tag zu erleben. Gemeinsam mit anderen feiern, das ist alles andere als selbstverständlich für Menschen, die sich im Alltag eher zurückziehen, aus Scham, aus Verzweiflung oder Angst. Hier spielt das keine Rolle. Ich war richtig skeptisch. Ne? Ich war meine größte Sorge, dass sich keiner traut zu kommen. Ne? Aber du siehst, so ziemlich voll schön. Jeanette verpasst Uwe den versprochenen Haarschnitt. Die Friseurmeisterin ist voll in ihrem Element. Du musst heute ganz viele Sachen mitnehmen. Ne? Du musst dich heute voll einkleiden. Hemden, Schlüpper, Hosen, T-Shirts, Pullover, Jacken. Ich möchte nichts wieder mitnehmen hier. Du wirst mein Auto voll machen. Ja, das kriegen wir hin. Nicht nur Hartz-IV-Empfänger wie Uwe profitieren vom Haareschneiden. Auch ausländische Familien, die nach Deutschland geflüchtet sind. Beim 3 Jahre alten Fadaus aus Kabul muss der Vater etwas Hilfe leisten. Ich komme aus Afghanistan. Sind Sie hierher geflüchtet? Ja, ich bin geflüchtet. Mit Ihrer Familie? Ja, mit meinem Sohn und meiner Frau. Freuen Sie sich über die Einladung? Ja, viele glücklich. Vielen Dank, ja. Sehr super. Ja, ich möchte nicht schneiden meine Haare. Sein 7 Monate alter Sohn Hamad braucht noch keinen Haarschnitt. Auch anderes nehmen die Gäste dankbar an. Als Renner erweist sich der Bekleidungsstand. Rentnerin Gabriela Völkel schaut nach etwas Brauchbarem. Die ehemalige Facharbeiterin gilt als altersarm. Ich weiß nicht, seitdem mit den Euro gibt, es klappt nicht mehr und die Rente ist auch nicht so. Meine Mann ist immer arbeiten gegangen, aber die Renten. Schaut einfach nicht mehr hin. Die 66-Jährige aus Oranienburg ist fündig geworden. Eine schicke Jacke vom Spendentisch. Passt. Uwe Marowskis Sitzung bei Friseurmeisterin Jeanette Butke ist mittlerweile fast zu Ende. Aber da fehlt ja noch ein Programmpunkt. So, na denn?
mal beim Fotografen. Wollen wir also? Cool. Bitte lächeln. Das fällt heute leicht. Super. Ich möchte wenigstens ein schönes. Auch die Flüchtlingsfamilie aus Afghanistan ist im Bilde. Die Aufnahmen kommen gut an. Mandy Kulecki und ihre Tochter schauen unterdessen am Friseurstand vorbei. Papa Jens hat schon Platz genommen. Sehr viele Leute, aber es ist mal was anderes. Machen sie eigentlich alle ganz gut, wa? Der jetzt Verein. Und der Papa sieht wieder schick aus. Während seine neue Frisur fast fertig ist, darf auch Mandy einen der begehrten Plätze einnehmen. Aus Kostengründen war sie eine halbe Ewigkeit nicht bei der Haarpflege und genießt jetzt die Behandlung. Ihr Partner wirkt plötzlich viel jünger. Ja, super Vorgang. Ja, danke schön. Bitte schön. Ich muss mich bei dir bedanken, ich bedanke mich bei mir. Ja, der Kopf fühlt sich leichter an. Aber viel leichter. Ey, das ist super. Er hat wirklich tolle Schnitten. Ja. Sie sehen jetzt wie ein Banker aus. Ja, na, der Anzug fehlt mir noch, wa? Von Brandenburg zurück nach Herne in Nordrhein-Westfalen. Schuldnerberaterin Susanne Wolf hat die angepeilte Spendensumme eingesammelt und kümmert sich nun um die Weihnachtseinkäufe für ihre Klienten. Im Supermarkt besorgt sie all das, was später in ihren Präsentkörben landen wird. Ich nehme mal den etwas größeren. So ein Lebkuchendorf ist natürlich auch toll. Wie viel kostet der? 10 Euro. Aber es soll ja auch was Besonderes sein. Also wir wollen nicht das Teuerste, wir wollen aber auch nicht das Billigste kaufen. Ne? Pro Geschenkkorb sind Waren im Wert von 60 Euro angeplant. Doch das hier ist nur der Musterwagen. Jetzt bestellt Frau Wolf bei einem Mitarbeiter die gesamte Menge. Hi. Alles fertig? Ich habe den Musterkorb zusammengestellt. Und das soll dann 60-fach bestellt werden. Machen wir. Ja? Wie immer. Wie immer. Ich danke Ihnen. Genau. Wir danken. Ja? Und wenn dann alles da ist, sagen wir Bescheid, ne? Sagen wir Bescheid. Vielen Dank. Alles klar. Danke. Tschüss. Nun aber zu denjenigen, die beschenkt werden sollen. An und in ihrer Wohnung hat Familie Königsmann inzwischen trotz knapper Kasse alles weihnachtlich geschmückt. Es soll so festlich und heimelig wirken wie bei anderen Familien. Vielleicht gibt es dieses Jahr noch eine kleine Überraschung. Irgendetwas liegt in der Luft. Wer ist das? Geh mal gucken. Es ist Schuldnerberaterin Susanne Wolf. Sie hatte Familie Königsmann vor Jahren nach deren Firmenpleite geholfen. Hallo, Frau Königsmann. Wo sollen wir das hinstellen? Das stellen wir hier hin. Ja? Soll ich was abnehmen oder sagen, okay? Der Geschenkkorb kommt bestens an. Für jeden ist etwas dabei. Ja, klasse. Ich finde das schön, wenn es sowas gibt. Was für viele Menschen wie ein ganz normaler Einkauf aussieht, ist für die Hartz-IV-Empfänger eine Riesensache. Das Dankeschön für die vorgezogene Bescherung kommt von Herzen. Wir sehen uns. Dankeschön. Alles gut, ne? Wenn was ist, Sie melden sich, ne? Ich melde mich. Herr Königsmann. Ja, tschüss, vielen Dank auch. Schöne Feiertage, tschüss. Ne? Tschüss. Danke, ja, tschüss. Tschüss. Stadthalle Hohenneuendorf in Brandenburg. Das Fest für arme Menschen ist in vollem Gange. Aber das Wichtigste kommt noch. Jeanette bittet diesen Mann im weißen Hemd, ihr zu helfen. Es ist der Bürgermeister. Ich habe noch nie mit dem Bürgermeister gekellnert. Das möchte ich einmal im Leben machen. Die Stimmung bei allen Beteiligten? Prächtig. Tolle Aktion, muss man wirklich sagen. Ja. Wir kennen uns ja schon ein bisschen. Und als ich davon gehört habe, muss ich sagen, war ich sofort bereit, hier mitzumachen. Weil das ist einfach eine ganz fantastische Aktion. Ja. Fantastisch, ja. Aber schaffen es die Helfer auch, die Vorspeise für 240 Personen gleichzeitig zu servieren? Mir ist super wichtig, dass sie sich auch wirklich bedienen lassen dürfen. Vorsicht! Alle packen mit an. Und Bürgermeister Apelt macht als Kellner eine gute Figur. Guten Appetit wünscht mir. Ich glaube, es schmeckt. Ich hab gekleckert.
Uwe Majrowski und den anderen Gästen scheint die Kürbissuppe zu schmecken. Super lecker. Auch am Tisch von Mandy und Jens herrscht gelöste Stimmung. Ja, das war schön, nicht dabei unterm Herd zu stehen. Und zu kochen. Aus dem, was man hat. Wann waren Sie das letzte Mal im Restaurant? Ja, mit der Schule. Das letzte Mal, als Sie in der Schule waren? Ja, in der 10. Klasse. Was die Gäste nicht ahnen, hinter den Kulissen in der Essensausgabe stoßen die Helfer an ihre Grenzen. Nee, stopp, warte. Was denn? Was denn? Dass jeder zwei Dings hat hier. Guck mal, wie viele Helfer hier stehen. Wir kommen nachher, die kommen ja nicht hinterher nachher wieder. Das wird nicht kalt, wenn 2 Minuten hier steht, Leute. Stress pur für Jeanette. So, Leute, hier stehen die ersten Teller, die können raus. Weiter. Das Hauptgericht, die gebratene Hühnerkeule mit Kartoffeln und Rotkraut, kommt aber schließlich doch heiß an die Tische. Auch Gabriela Völkel ist angetan. Unsere heutige Zeit ist so schnelllebig und rückt sich los teilweise, dass keiner auf anderen Rücksicht nimmt, dass es schon bewundernswert ist, was die Leute hier leisten. Also ganz große Anerkennung und Dankeschön nochmal. Nach dem leiblichen Wohl folgt die Unterhaltung. Für Kinder und Erwachsene. Die Helfer geben ihren Gästen das Gefühl, dass jemand für sie da ist. Auch wenn sie die Menschen nur für ein paar Stunden von ihren Problemen ablenken können. Dass alles so gut ankommt, ist für die Charity-Banditen eine große Erleichterung. Ich bin total begeistert. Also wenn ich so das Essen gebracht habe und dann gesehen habe, wie sie sich freuen, geht mir das Herz auf. Ist wirklich so. Ich finde es einfach schön. Mache ich gerne wieder mit. Mit Rock Made in Germany punktet die Band Kopfkino-Quadrat vor allem beim jungen Publikum. Sänger Marius Dierberg sorgt dann für den emotionalen Höhepunkt des Festes. Jeanette hat uns gefragt, magst du einen Song schreiben? Ich glaube, ja, ist ja nichts Einfaches auf der Welt, mal eben einen Song zu machen. Ja, das ist für euch heute unbesonders ein Dankeschön, dass wir heute hier spielen dürfen. Auf diesen Moment haben Jeanette Butzke und ihre Freunde monatelang hingearbeitet. Vielen Dank. 20 Uhr. So intensiv die Vorbereitungen waren, so schnell ist das Fest vorbei. Für alle gibt es zum Abschied noch einen letzten Weihnachtsgruß. Eine Tüte mit kleinen Geschenken. Es war einfach fantastisch hier heute. Uns hat es richtig Spaß gemacht. Das ist eine super Veranstaltung. Es war ein schöner Tag. Mal so mit der Familie unterwegs zu sein. War cool. Wer weiß, wann Mandy, Jens und all die anderen wieder so etwas Schönes erleben dürfen. Uwe, willst du schon los? Ja. Hat dir gefallen? Super. Ja? Hat da super hingekriegt. Hast du ganz viele Sachen hier mitgenommen? Oha, ja. Ja? Ganz guck mal. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, dann machen wir deine Wohnung schön. Ja, wir telefonieren ja mal. Wir telefonieren und dann machen wir einen Termin, wo wir deine Wohnung schön machen. Ich hoffe, du kannst es noch ganz doll genießen. Mhm. Ne? Das war super. Vielen Dank, ja, für alles. Tschüss. Komm gut nach Hause. Lass dich fahren. Und? War es ein Erfolg für Sie? Ja, ich möchte gern weinen gerade. Ich finde schon, wir haben heute so viele tolle Komplimente bekommen. Wir haben heute echt ein mega Fest gerockt, glaube ich. Sicherlich auch mit einigen Höhen und Tiefen, aber rundum ein gelungenes Fest. Ich musste das erstmal wirken lassen. Morgen früh müssen die Freunde wieder ihrer normalen Arbeit nachgehen. Doch die Freude über das gelungene Fest wird sie auch an Heiligabend noch begleiten, wenn sie mit ihren eigenen Familien Weihnachten feiern.